Hey und herzlich willkommen. Wir sind in der Gameplay-Ausstellung im ZKM in Karlsruhe und ich spiele heute mit Dominik EcoQuest The Search for Cetus. Hey Dominik. Hallo Laura. So, dann starten wir doch mal rein. Oh. Mhm. Genau, lassen wir das Intro mal laufen. Wir haben heute hier ein Spiel, das nennt sich EcoQuest The Search for Cetus von Sierra. Gepublished 1992 und einigen von euch ist vielleicht noch King's Quest oder Police Quest oder Space Quest, also diese ganzen Quest-Reihen, die es gab. Und hier unser EcoQuest ist eines von zwei Spielen. Das ist das erste, das Search for Cetus ist das erste und das spielen wir heute ein bisschen an für euch. Okay, also wir haben hier einen Delfin, der sich in ein Netz verheddert hat. Mhm. Das ist ein wiederkehrendes Symbol, scheint. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Gab es bei Alba auch. Man taucht immer wieder mal auf, ja. Okay, was natürlich hier erstmal irgendwie doch zu bemerken ist. Okay, also sorry. Hier spielt ein Mann spricht. Mhm. If you want to join the volleyball game, Adam, it's okay by me. Also wir dürfen Volleyball spielen. Genau, also wir spielen Adam. Das ist dieser blonde Junge, der hier auf dem Weltkugelteppich sitzt und der hier spricht, ist sein Vater. Und wir werden gleich noch erfahren, dass er ein Meeresbiologe und Taucher ist und auch Umweltaktivist. Okay, also was dann natürlich erstmal auffällt, ist, dass das ästhetisch natürlich sehr alt aussieht. Mhm. Das liegt ja daran, dass es das auch ist. Und für mich ist interessant, dass es so ein Heimspiel ist. Ein Point-and-Click-Spiel. Ich spiele sehr gerne Point-and-Click-Spiele. Da kann auch mit den Kameraschwenks gar nicht so viel passieren. Also wir haben hier oben am oberen Bildrand ein Menü. Mhm, die Sachen sind im Moment noch deaktiviert, die tauchen dann nach und nach, werden die aktiv. Wir sehen auch gleich, was vielleicht ganz wichtig ist, was ungewöhnlich ist aus heutiger Perspektive. Wir sehen oben eingeblendet den Titel des Spiels und wir sehen unseren aktuellen Punktestand. Wir haben im Moment 0 von 725 Punkten. Das gibt uns im Verlauf des Spiels auch immer so ein bisschen Pacing vor, wie lange das Spiel noch dauern könnte und wo wir uns gerade befinden, wie weit wir gerade fortgeschritten sind. Das, was wir aus heutigen Spielen kennen, wenn wir sagen, okay, das Spiel ist bis zu 70% haben wir das Spiel gespielt oder wir haben 50% der Achievements erreicht und so weiter. Also das gibt es hier auch schon in einer sehr, sehr einfachen Form. So, hier sieht man jetzt die ersten Interaktionsmöglichkeiten. Du kannst gehen. Mhm. Ja. Kontrolliere ich, ja. Du kannst gucken, Dinge angucken. Dad kann ich nicht angucken. Ah, doch. Ja. Ah. Hier ist die Erklärung. Das ist ein Ökologe. Mhm. Der viel rumreist, vor allem an Trouble Spots ist es hier genannt, aber an Zonen, die gefährdet sind. Okay, wir haben hier einen Weltteppich. Ah, und wir können auch sprechen, nehme ich an. Mhm. Ah, wir sollen einen Vogel säubern. Genau, in dem Pappkarton, der zu Adams Vaters Füßen steht, ist ein Vogel, der mit Öl verschmiert ist. Und dem sollten wir jetzt als erstes helfen. Ja, hier kriegen wir nochmal erklärt. Hier ist jetzt auch das Innere von diesem Karton, ne? Mhm. Und da ist der Vogel. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Also ich kann mir wahrscheinlich einfach das nochmal angucken. Ja. Und wir müssen jetzt diesen Vogel irgendwie sauber machen. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, womit wir diesen Vogel sauber machen können. Genau, ich würde mal sagen, schon irgendwas um. Ja, ich würde, oh, kann ich denn? Ja, versuch das mal anzuklicken. Okay. Ja, genau. Wir haben Spülmittel gefunden und 2 Punkte gewonnen. Und ich habe auch gesehen, hier ist unser Rucksack, hier genau, wieder am oberen Menü. Das ist das Inventarsystem. Jetzt kann ich das nehmen.
Und kann ich das jetzt mit dem Vogel kombinieren? Das ist zu viel, was? Seife. Ja. Das heißt, ich muss erst was finden, wahrscheinlich, mit dem ich die Seife verdünnen kann. Mhm. Oder auftragen. Kann ich... Ah, hier ist noch ein Schwamm. Jetzt haben wir noch einen Schwamm. Und... Ja, okay. Jetzt haben wir Seife auf den Schwamm getan. Und jetzt kann ich mit dem eingeseiften Schwamm hoffentlich den Vogel sehr gut säubern. Aber wir sollen kurz warten, hat der Vater gesagt. Okay, ich glaube, der Vater macht jetzt den Vogel sauber. Mhm. Ah, und uns wird auch noch erklärt, mhm, dass wie wir den Vogel sauber machen müssen, ohne dass er Schaden nimmt. Also, dass wir mit den mit dem Strich der Feder quasi genau wischen müssen. Aha. Genau. Und wir haben hier als Identifikationsfigur diesen Jungen. Ein bisschen ähnlich wie bei Alba, das kleine Mädchen. Also wir sind immer Kinder als, ja, als Figuren, die wir spielen. Klar, zu dieser Zeit, das erwachsene Spiele spielen hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Mittlerweile ist das Durchschnittsalter in Deutschland liegt bei ungefähr 37 Jahren für Spielerinnen. Und wir haben ja eine 50-50 Aufteilung der Geschlechter. Männlich-weiblich, zumindest divers, habe ich jetzt noch keine Studien dazu gelesen. Genau, also das hier zum Setting, wer wir sind. Wir sind ein kleiner Junge und leben hier offensichtlich bei oder mit unserem Vater zusammen. Über die Mutter wird nicht viel erzählt. Und auch der Vater spielt sehr bald keine Rolle mehr, weil wir uns auf Abenteuer begeben werden, die unabhängig davon sind. Mhm. Also wir haben in der Zwischenzeit noch mal darüber geredet, wie wir jetzt diesem Vogel helfen können. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch, dass das Meer an sich gereinigt werden muss. Mhm. Und der Vater muss jetzt gehen. Was auch bemerkenswert ist, ist, dass das Spiel von 1992 ist und bereits damals schon so ein ganz offensichtlich ein Bedürfnis bestand, Umweltverschmutzung und Verschmutzung der Meere so stark zu thematisieren, dass man sogar ein Spiel entwickelt zu dem Thema. Also wenn man das vielleicht aus heutiger Sicht mit Fridays for Future oder was mit Klimawandel passiert, konfrontiert ist, vielleicht so das Gefühl, das ist irgendwie ein Thema, das jetzt gerade frisch und neu aufkommt. Das stimmt bei weitem nicht. Wir haben hier in der Eco Games Ausstellung ja auch gezeigt, dass bereits seit Beginn der Ökologiebewegung wir immer wieder Spiele haben, die sich auch damit auseinandersetzen. Und mit diesem Spiel geht es primär um die Weltmeere und die Verschmutzung der Weltmeere. Mhm. Wir haben jetzt hier gerade im Spiel auch nochmal gelernt, dass der Delfin wohl draußen ist. Also mhm, dass Adam mit dem Delfin auch was spielen kann, um zu gucken, ob er sich wieder erholt hat davon im Netz gefangen gewesen zu sein. Aber wir sollen uns vorher diese Tafel hier angucken, wo drauf steht, wie man, glaube ich, mhm, ein Sonartransmitter. Wir sollen uns irgendeine Tafel angucken, wo, glaube ich, dann stand, wie man mit dem Delfin interagieren kann vielleicht. Ja, hier ist ein Transmitter und es geht wohl darum, dass man giftigen Müll markiert unter Wasser und dann schwimmt ein Transmitter nach oben, der ein Signal aussendet und dann kann das geborgen werden. Der hat auf jeden Fall Punkte gebracht. Ja. Okay, das werden wir wohl irgendwann noch tun müssen. Das wird wohl so sein. Kannst du bitte ganz kurz noch mal auf die Tafel gehen? Auf jeden Fall. Ich finde es gerade bemerkenswert, die Form des Ausschnitts, den wir hier haben, erinnert an das Logo einer Erdölfirma, die ihr vielleicht kennt. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber ich denke, dass das durchaus gewollt ist hier mit dem Toxic Waste in den Weltmeeren. So. Ja. Sehr gut gesehen. So, also ich kann jetzt auch gerade nur gucken. Ich kann aus dem Fenster gucken und da sehe ich das Meer und ein paar Kinder. Und ich kann... Oh, was ist denn da passiert? Das war ein Rohr von einem U-Boot. Aus dem Teppich? Was? Ja?
Okay, also das ist jetzt nochmal über den Transmitter. Aber ich möchte ja irgendwie wahrscheinlich hier raus. Okay, ich kann ganz viele Sachen. Jetzt kann ich auch. Ich versuche mal rauszugehen. Mhm. Ja? Ja. Warum ist hier eigentlich. Das geht so eigentlich nicht. Ja, schau dir mal den Hamster an. Oh. Nicht. Und nicht mal was zu trinken gegeben. Oh, der lebt. Okay. In Gefangenschaft. Okay. Ja, ganz klar ist er in Gefangenschaft. Na gut. Also. Hier nebendran steht noch ein Becher mit Wasser. Lass mal gucken, ob du den kann ich. Kannst. Oh, vielleicht hast du recht und wir können ihm helfen. Direkt. Versuchen wir das. Und das sieht aus wie eine Trinkflasche. Das sieht aus wie eine, ja, da hast du recht. Trinkflasche. Los. Oh ja, sehr, ja, gut. Sehr gut. Ist da Wasser drin? Ja, okay. Nee, also ja, theoretisch schon. Okay, gut. Optisch Interpretationssache. Ah, da freut sich. Ja, okay. Sidequest. Da würde ich sagen, zeigt sich wieder unser Hang zum Sidequest. okay, wir haben eine kleine Cutscene. Tanzender Hamster? Ja, ich kann auch nichts machen. wir müssen jetzt, oder wir dürfen jetzt einfach dem Hamster beim Freuen zugucken. Er glaubt, das war wohl, was ihm gefehlt hat. So, jetzt können wir, glaube ich, auch wieder was machen. Ich kann jetzt den Hamster anklicken, aber der möchte allein gelassen werden. So, dann versuchen wir jetzt mal rauszugehen. Ah, dieses Meer lebt. Der Teppich scheint zu leben. Ja. Ich kam aber nicht raus hier. Okay, da scheint etwas Security zu brauchen. Ich glaube, braucht man eine Chipkarte oder so irgendwas. Am Computer, glaube ich, gibt's was. Okay, ich versuche mal, verschiedene Sachen aufzuheben. Also, was ich natürlich auch sagen muss, ich habe natürlich nicht 1992 angefangen, Point-and-Click-Spiele zu spielen, sondern deutlich später. Und die Funktion, also die Steuerweise, ist etwas umständlich. Ja. Das hat sich aus in heutiger den Sicht auf jeden Fall. Ja. Korrekt. Also es ist, man hat nicht schöne Shortcuts, oder auf jeden Fall wüsste ich jetzt nicht, welche das sind. Mhm. Was ist, okay, wir haben Adam gekitzelt, aber ich möchte doch, okay, wir müssen, hier, das ist etwas, was recycelt werden will. Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt rüber, oder müssen wir noch Sidequests? Probier mal am Computer, ich glaube, da gab es eine Chipkarte. Ich versuche mal, okay. Es ist, wir sollten ihn besser nicht berühren. Ah, und weißt du, was ich natürlich auch vermisse? Mhm. Das ist mein Lieblingsknopf in Point-and-Click-Spielen. Mhm. Der Knopf, der alles aufleuchten lässt, was interagierbar ist. Ja. Ja. Mhm. Das sind. Okay, also hier ist. Genau, hier wird. Das Öl absinkt zum Grund. Also, wenn wir einen Ölteppich haben, dass er auch irgendwann absinkt und auch den Grund. Ja. Verunreinigt. Okay. Bekommen wir hier noch gezeigt. Aber wir kommen immer noch nicht rüber. Vielleicht ist es in der Kiste. Oder dieses Büchlein, was da liegt. Tja. Wo ist mein schöner Knopf zum Highlighten von Sachen? Also da merkt man, dass die Spiele früher einfach noch nicht so intuitiv gestaltet waren. Ja, ein bisschen größere Herausforderung auf jeden Fall. Vielleicht kann ich mir Tipps holen. Ich versuche mal. Ja, okay. Warte, ich versuche mir einen Tipp zu holen. Ich möchte gerne da raus, aber das sagt mir leider gar nichts. I'm stuck. Mhm. Okay, wir gucken mal kurz. Ah ja, oh. Da ist es. Ja, das ist. Ach, the membership card. Das war jetzt aber schwierig. Okay, kam ich jetzt drüber? Nein. Okay, was mache ich jetzt mit dieser membership card? Mhm. Das ist die Frage. Computer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sind wir rausgekommen aus der Tür. Doesn't work though. Tja. Also ich klicke jetzt wild in der Gegend rum. Das ist der Frustrationsfaktor von Point and Click Spielen. Aber ganz kurz, kurz ein Walkthrough. Internet Guide. Weil vielleicht darf ich einfach so durch die Tür. Vielleicht muss ich die gar nicht benutzen. Oder auch nicht. Schade. Ah!
Warte mal, vielleicht müssen wir uns die angucken. Hier ist ein Code. Ah ja, okay. Ein Türcode. Ich guck ganz kurz, dann lege ich das Telefon wieder weg. Warte mal kurz, spiel mal nicht weiter. Get the membership card and certificate. Moment. On the chair of the left side in the office, then got the torn envelope to recycle it. Ah. Empty, was ist das? Soda can. Auch recyceln. Wegwerfen in den Mülleimer. Ja. And look at the books über dem Computer. Fünfmal muss man die Bücher sich anschauen. Und dann muss man den Computer angucken. Geil. Und dann den Fischtank angucken. Wow. Fertilizer solution to clean the oil of the coral. Das ist ein richtiges Ritual. And use the keypad on the door. Enter the code from the manual and press E to open the door. The code from the manual? Welches Manual? Ich dachte, es ist noch nie jemand aus diesem Raum rausgekommen hier. Doch, ich hab's schon, ich glaube, ich hab's geschafft letztes Mal ohne. Echt? Du bist darauf gekommen, fünfmal die Bücher anzugucken, bevor du den habe ich tatsächlich. Okay, ich. Aber den Code from the manual, das ist wahrscheinlich in einem der Bücher. Okay, gut, ich steck's wieder weg. Dann okay. So. Nach längerem sinnlosen Herumklicken haben wir herausgefunden, thanks to the gaming community, dass wir erstmal. Oh, die Sachen hatten wir eben noch nicht. Ja. Mit diesem Zertifikat wohl. Das ist das Zertifikat, das ist die Soda Can und der Envelope. Die können wir wegschmeißen. Genau, die Soda Can. Oh. Die muss recycelt werden, hier in dieser Box. Das wurde uns ja eben schon gesagt, dass man die da recyceln kann. Okay. Super, Slam Dunk. Cool. Und dann glaube ich auch diesen Umschlag dort, den müssen wir auch recyceln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Okay, das heißt, den können wir jetzt nicht, da können wir gar nichts. Oh, okay, wir haben ein Flugzeug damit gebastelt und es recycelt. Also selbst das Recycling ist so gestaltet, dass es Spaß macht. Ja? Macht immer irgendwie einen speziellen Move, die Sachen wegzuschmeißen. Damit es eben im Game nicht einfach nur lege den Umschlag in die Tonne, sondern irgendwas Witziges damit passiert. Ja. Okay, dann haben wir noch erfahren, dass das Ritual. Ah ja, hier haben wir das 55 Fun Ways a Kid Can Make a World of Difference bei Michael O'Brien. Und das Interessante ist, dieses Buch wurde tatsächlich mit ausgeliefert, mit den ersten Kopien des Spiels. Kann man auch heute noch kaufen. Ist ein Buch, das eben Tipps bereitstellt, wie man vegetarisch kocht oder Strom spart zu Hause. Also es war nicht nur das Spiel, das als Game rauskam, sondern es gab tatsächlich Real-Life-Guide, um eben sich ökologisch besser, nachhaltiger zu verhalten. Ja, die Buchtitel sind hier alle ganz auch eindeutig in eine Richtung weisend. Also wir hatten gerade auch noch vegetarische Küche, wie du auch gesagt hast. Hier das Regenwaldbuch von Scott Lewis. Und wir haben zum Glück gerade im... Okay, uns wurde gerade übers Internet geflüstert, dass wir fünfmal auf diese Bücher klicken müssen. Und dann auf den Computer. Oh. Ja, und jetzt sind wir in-game auf dem Computer und spielen in Echo Quest Search for Status spielen wir jetzt King's Quest 5 auf dem Rechner. Schau mal, wie weit du in-game das Spiel spielen kannst. Leider hat Adam gerade gesagt, wir haben keine Zeit zu spielen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Schade. Unter anderem dürfen wir nämlich auch noch mit diesem Teppich hier reden. Der antwortet uns nicht. Aber wir kriegen... und zwar glaube ich, dass wir das gar nicht machen mussten alles. Aber es hat uns Punkte gegeben. Also vielleicht haben wir ein 100% Walkthrough uns angeguckt. So, jetzt ist immer noch die Frage, wie wir aus diesem Raum hier rauskommen. Und es gab ein... Code? Wir brauchen das Manual noch. Wo finden wir denn das Manual? Vielleicht liegt das da. Oh, ich hoffe wirklich, dass es nicht um das physische Manual geht. Nee, das glaube ich nicht. Und das wäre jetzt für uns persönlich in dieser Situation gerade gar nicht einfach. Nee, nicht. Nee. Hier sind noch Bücher, wo ich gucken kann. Ich kann auch gleich nochmal in meinem Rucksack gucken. Ich gucke nochmal im Rucksack. Ich weiß nicht, kann ich das hier angucken vielleicht? Ja. Okay, das ist das Certificate. Stimmt, das wäre ein 50-Stunden-Kurs in Verpflegung von Tieren absolviert haben. Was ist das hier?
Lifetime Member of the Worldwide Dolphin Society. Cool. Aber kein Code. Vielleicht hier noch, in dem das am Boden liegt, ja? It's the Hintbook. Ah, it's the Hintbook for EcoQuest. Aber kann ich das aufheben? Nein, ich habe keine Zeit. Ah, und wir sollten auch nochmal den Fischtank angucken, glaube ich. Gucken wir nochmal den Fischtank an. Wir kommen einfach aus diesem Raum nicht raus. Ich bin etwas verloren. Was haben wir denn sonst noch an Möglichkeiten? Irgendwie im Regal war noch was, da haben wir kurz gucken. Ja, oh, klar. Dann übernehme ich mal und schau mal kurz. Ein toller Knopf, um zu gucken, was alles interaktiv ist. Das ist so frustrierend. Ich habe mal gelesen, glaube ich. Nee, ich habe das, glaube ich, ja doch, ich glaube, ich habe das gelesen. Dass es die Leute gibt, die versuchen, alles selber rauszufinden, also wo es so eine Ehrensache ist, und die Leute, die sofort in den ersten Guide gucken. Ich bin Zweiteres. Ich habe keine Geduld für sowas. So. Wir kommen niemals aus diesem Raum raus. Oh, ich glaube schon. Zweifelsfall musst du uns einfach erzählen, was außerhalb, in der Welt außerhalb passiert. Ja. Oh. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben noch einen Müllsack eingesammelt. Vielleicht konnten wir deswegen nicht raus. Kannst du jetzt das Hintbook aufheben? Nee, noch immer nicht. Wir brauchen aus irgendeinem Grund, genau, wir brauchen diesen Code, aber da kommt man raus. Wir können nochmal die Community fragen. Mhm. Oder 1992 eingeben. Das war nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich feier's hart. Okay, gut. In Ordnung. Okay. Vielleicht wäre es auch egal gewesen, welchen wir eingeben, aber 1992 hat geklappt, auf jeden Fall. Tja. Sehr gut, okay. Wir sind weitergekommen. Und hier ist ein Delfin. Da ist der Delfin, von dem der Vater wahrscheinlich gesprochen hat. Mhm. Ja. Sollen wir uns mal mit dem unterhalten? Okay. Ja, aber wir können, also ich habe es gerade versucht. Mhm. Na, vielleicht wir können wir noch nicht in den Pool. Mit dem, ja. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht mit diesem Netz fangen, das wäre irgendwie brutal. Hier ist ein Eimer. Mhm. Ah, und wir haben einen Fisch. Oh, vielleicht können wir ihn Fisch. Füttern. Ich versuche mal, den Delfin zu füttern. Das ist immer gut, jemandem Essen zu geben ist so. Oh, der hat keinen Hunger. Weil er zu deprimiert und zu alleine ist. Hm. Okay, also aber es geht ja irgendwie darum, also wir müssen jetzt was mit diesem Delfin machen. Mhm. Oh, und jetzt gehen wir ins Schwimmbecken, nachdem wir ihm was zu essen angeboten haben. Ah. Schau doch mal noch diese grüne Scheibe. Ich glaube, das ist ein Frisbee. Ich kann gerade leider nichts machen. Achso, kannst du nichts machen. Okay. Nee. Und jetzt ist er wieder eingeschlossen. Hm. Ah, und hier draußen scheint aber auch das Meer zu sein. Mhm. Okay, also. Okay, also das war nicht der richtige Move. Dann landen wir wieder, werden wir zurückgeworfen. Ja. Wir müssen was anderes versuchen. Hier steht auch, dass wir erst das Vertrauen des Delfins gewinnen müssen. Das ist ja auch eine interessante Info und auch eine interessante Herangehensweise. Ja, also ich kann ein bisschen erzählen, wie es noch weitergeht. Es ist so, dass die Tiere erstmal sehr misstrauisch sind den Menschen gegenüber, weil sie einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit allem, was Menschen gemacht ist. Von Motorlärm, von Booten und eben die ganze Verschmutzung, die erleben mussten. Und deswegen muss man erst das Vertrauen der Tiere gewinnen, bevor sie zur Kooperation übergehen. Dann kann man auch kommunizieren mit denen und ja, bekommt dann nach und nach die Aufgaben gestellt. Muss dann, wenn wir dann noch sehen, mit dem Delfin, Dolphineus heißt er, müssen wir dann ins Meer hinausgehen und den Wal Cetus suchen, das ist der König der Meere, und den müssen wir finden, dass das Reich wieder von den Tieren zurückerobert wird und wieder alles gut wird.
Ja. Ich verstehe. Hier ist übrigens die Tafel, die unser Vater vorhin meinte, lerne ich gerade. Und zwar steht hier, wie wir mit dem Delfin Kontakt aufnehmen können. Also wir sollen erst mit ihm reden, dann gucken, ob er hungrig ist, dann versuchen, mit ihm zu schwimmen und dann Frisbee mit ihm spielen. Dann werden wir das doch mal versuchen. Also erst mit dem Delfin reden. Das entschuldigen wir uns, dass wir den weil wir alles falsch gemacht haben. Genau. Ja. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt noch den Fisch. Wir haben jetzt keinen. Wir können ihm jetzt nichts mehr zu essen anbieten. Ah, doch. Moment. Da gibt es im Eimer noch mehr, oder? Ja, ja, ich glaube auch. Genau. Und dann können wir jetzt nochmal den Fisch nehmen und ihm was zu essen anbieten. Ah ja, super. Weil es ist schön, dass man diese Beziehung aufbauen muss, dass es nicht so einfach ist, dass man so eine Art Tanz machen muss, bevor man. Genau. Ja. So ein Ritual, bevor man wirklich dann. Also es ist doch so in diesem Spiel, dass man nicht sterben kann. Ja, ganz, ganz wichtige Information vielleicht. Und muss einfach weiter probieren und irgendwie gibt's immer eine Lösung, wie es weitergeht. Auch wenn es nicht so scheint. Das ist ja auch so ein. Ich versuche jetzt mal mit ihm zu. Genau, so eine Mechanik, die dem Point and Click hier auch üblich ist. Okay, wir versuchen jetzt mit ihm zu schwimmen. Ach, er macht selber die Tür zu. Sobald er rausgeht. Ah, der flüchtet. Er hat, genau, und er hat hier mit seiner Schnauze hat er diesen Knopf bedient. Okay, ja, dann. Das heißt, er hat sich selber weggeschlossen. Also er hat auf jeden Fall immer noch Angst vor. Aber ich dachte, ich hätte es richtig gemacht. Also ja, wir müssen. Genau, was müssen wir nochmal da rein haben? Ich geh jetzt nochmal gucken. Ich dachte, ich hätte es richtig gemacht. Aber irgendwas hat ihn. Also. Sprechen. Sprechen. Füttern. Füttern. Und dann mit ihm versuchen zu schwimmen. Ja. Vielleicht müssen wir die Tauchausrüstung anziehen, um zu schwimmen mit ihm. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Sprechen wir mit ihm. Jaggedy Jack doesn't talk back. Okay, jetzt haben wir mit ihm gesprochen. Jetzt versuche ich ihm nochmal was zu essen anzubieten. Man muss auch genau auf die Objekte klicken, habe ich gerade gemerkt, sonst funktioniert es nicht. Ja. Und jetzt kann ich wieder versuchen, ihm das Essen anzubieten. Es gibt anzubieten. Hier auch kein Highlight oder so irgendwas, ja? Keine Hints. Also ja. Ist schon, ja, ist schon anspruchsvoll. Damals. Damals, als Spielen noch schwierig war. Ja. Okay, so jetzt haben wir das versucht. Jetzt versuche ich die Taucherausrüstung anzuziehen. Ja? Probier das mal, ob das geht, ja. Nee, das aber und wenn ich aufs Wasser klicke, das funktioniert auch nicht. Also ich verstehe wirklich, dass wir jetzt eigentlich versuchen müssen, mit dem Delfin zu schwimmen. Ja. Soll ich es nochmal versuchen? Wir haben gesprochen mit ihm, wir haben was zu essen angeboten. Ja, und dann steht da, dass man versuchen soll, mit ihm zu schwimmen. Okay. Vielleicht müssen wir hier zumachen, dass er nicht rausgehen kann. Vorher noch. Naja, das den anderen, den Hebel hier da. Das wäre ja, nee. Okay. Nee, das wäre, um ihn freizulassen. Ja. Was ist denn mit dem Netz? Kann man mit dem noch was machen? Ich hoffe nicht. Das wäre irgendwie brutal. Gibt es da links davon noch was? Nee, ich glaube tatsächlich, okay. Ich kann hier nochmal reingucken, aber ich glaube, da hatte ich alles, ja. Hatte ich eigentlich alles rausgenommen. Ich versuche einfach nochmal mit den Delfinen zu schwimmen. Please. Okay, das war es wieder nicht. Flüchtet sofort. Wie kann ein Spiel so schwierig sein? Und ich habe noch gesagt, ich spiele gerne Point-and-Click-Spiele. Ich nehme es zurück. Ich spiele gerne Point-and-Click-Spiele, die auf die heutigen Standards von Usability angepasst sind. Ja, das soll ja eben nicht nur Vergnügen sein. Eine ernsthafte Auseinandersetzung sein. Okay, in Hinblick auf die Tatsache, dass das hier niemals ein vernünftiges Tutorial werden kann dafür, wie man dieses Spiel vernünftig durchspielt. Kannst. Okay, also wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Ich versuch's einfach nochmal. There's no reply. Ah, vielleicht müssen wir mehr mit ihm reden. Vielleicht habe ich nicht genug mit ihm geredet. Okay. Ja, ich glaube, das ist es. Ah ja. Jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit. Jetzt müssen wir ihm was zu essen geben. Ich glaube, das bin ich auch nicht mehr so gewöhnt, dass man Dinge drei, viermal hintereinander probieren muss, bevor man Feedback bekommt. Ja? Ja, das ist sowas, was man, glaube ich, heutzutage macht häufig. Man anders heutzutage, ja. Ja, wenn dann halt noch für Collectibles. Jetzt bist du. Okay,
Das sagt mir, dass ich jetzt noch mal versuchen kann, mit den Delfinen zu schwimmen. Mhm. Aha. Ah, sehr gut. Jetzt möchte er noch mehr essen. Okay, dann geben wir ihm noch mehr zu essen. Oder können wir nicht? Nein, bitte nicht. Muss man, ja, so wie wir öfter mit ihm reden müssen, müssen wir ihm auch mehr Fische zu. Das Tier ist eigen, aber das ist schön für ihn, dass er eigen ist. Ja, intensive Auseinandersetzung, es geht mir nicht mehr im Blick. Ein Fischchen hingeworfen und dann war es das. Ja. Okay, let's start over again. Ist okay, also. Ja, die Welt retten ist halt auch nicht mit einem Klick getan, gell? Nee, ich merke das schon. Okay, also, wir versuchen jetzt, ihm zu erklären, dass wir nichts Böses wollen. Okay, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit und jetzt geben wir ihm was zu essen. Mehrmals. Nee, kann ich nicht. Okay. So. Ich weiß nur noch, also bei vielen Point-and-Click-Spielen ist es ja mittlerweile noch so als Mechanik eingebunden, dass man mehrere, aber es ist ja immer nur um irgendwelche, wie heißt das? Achievements in Steam oder so freizuschalten. Ah, ja. Also gar nicht mehr so, dass man das wirklich fürs Spiel an sich braucht, sondern dass man... Fürs Metagaming. Ja, genau. So, deswegen bin ich es einfach nicht mehr gewohnt. Aber du wolltest doch noch was essen. Ja, es ist ja, also im Storytelling ist es ja schon schlüssig, dass man sich intensiver mit dem Tier auseinandersetzen muss und es nicht mit einem Fisch sofort zutraulich wird. Also, ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon recht schön gemacht. Ja. Aber wie du richtig sagst, aus heutigen Standards müsste man bei jeder Interaktion zumindest in irgendeiner Art und Weise ein Feedback bekommen. Ja. Und das lernt man hier nur durch Ausprobieren. Ich versuche jetzt eben einfach nochmal einen Fisch zu geben. Mhm. Wie lange braucht man für das Spiel? Ich glaube, du hast es durchgespielt schon mal. Ich habe es durchgespielt, ja. Ich habe es in, was waren das, 2-3 Stunden, sowas habe ich gebraucht. Mhm. Ja. Mit oder ohne Guides? Mit Guides zwischendurch. Ich habe schon eine ordentliche Geduld, aber das hat auch meine Geduld herausgefordert. Ich frage mich auch, wurden damals die Lösungen direkt mitveröffentlicht? Weil, also das kann man sich ja fast nicht geben. Mhm. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen. Nee, gab's so nicht. Es gab einen schönen Schwarzmarkt für Lösungen. Also hat man dann irgendwie auf einer Diskette kopiert bekommen oder sogar kopierte Handbücher oder so irgendwas. Ist schon wieder weggegangen. Nee, jetzt, ja, wieder weg. Es kann nicht sein. Drei oder vier Fische habe ich hingeworfen. Ja, ja, okay, wir werden es nochmal versuchen. Also, man merkt, es ist nicht so einfach. Verzweiflung. Pure Verzweiflung. So. Ja, make friends. Gab es irgendwie ein Feedback, nachdem du den gefüttert hast? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich habe es auch nur so halb gesehen. Ich habe mich irgendwann dumm durchgeklickt. Das ist natürlich auch nicht dem Delfin nicht entsprechend. Hier, jetzt ganz aufmerksam gebe ich dir zu essen. Es ist auch sehr langsam in der Interaktion. Also die Sachen brauchen alle ein bisschen ihre Zeit. Okay, der Delfin guckt immer noch den... Ja, also von 60 FPS sprechen wir nicht hier. Nicht? Should wait. Okay, wir sollen warten, bis der Delfin wieder aufmerksam ist. Mhm. Können wir die Aufmerksamkeit irgendwie beeinflussen? Oder müssen wir einfach... Ah, warte mal, vielleicht jetzt. Okay. Wir versuchen es nochmal. Okay, aber jetzt gerade ist der Delfin nicht aufmerksam. Oder wie würdest du das interpretieren? Nee. Jetzt. Das sieht aufmerksam aus. Ja. Ja. Mhm. Ein kleiner Erfolg. Okay. Das machen wir jetzt noch 2-3 Mal. Um ganz sicher zu sein. Soll ja hier keiner hungrig rausgehen. Nicht, dass er am Ende nicht mehr durch die Tür passt. Man muss es sich ja wirklich erarbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Designentscheidung, würde ich sagen. Mhm. Okay. Oh. Hä? Ah, er hat keinen Hunger mehr. Okay, also soll ich es also, wagen? Also der Delfin hat gerade den letzten Fisch, den wir ihm angeboten haben, zurückgeworfen in den Eimer, aus dem wir die Fische geholt haben. Das ist für uns das Zeichen, dass er offensichtlich satt ist. Soll ich? Ja, probier's mal mit ihm schwimmen zu gehen jetzt. Vielleicht ist er freundlich gesonnen mittlerweile.
Ich bin ganz nervös. Oh. Ah, okay. Also ganz langsam und vorsichtig kletterte Adam in den Pool. Und wir können spüren, was war das, dass der Delfin seine Aufmerksamkeit jetzt zu ihm richtet oder auf ihn richtet. Okay, wir haben einen neuen Freund, scheint okay. es. Dun, 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 dun. Der Fisch spielt Hai. Okay. Also, wir spielen auf jeden Fall mit dem Fisch, mit dem Delfin. Wir müssen immer noch mit der Frisbee spielen. Nein, bitte, 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 mach die Tür nicht zu. Nee. Oh. Oh Gott. Der Fisch springt, der Delfin springt aus dem Wasser und scheint jetzt spielen zu wollen. Hüpft wie wild um uns herum. So, ich glaube, jetzt können wir das mal versuchen mit der Frisbee, ne? Ja, noch habe ich keine Möglichkeiten zu interagieren. Solange er die Tür nicht wieder zumacht, ist auch alles gut. Mhm. Okay, und warum geht es eigentlich übergestellt? Also, wir sind ja jetzt immer noch nicht... Okay. Jetzt können wir auf, also mit ihm schwimmen zusammen. Ja, der Delfin bietet Adam jetzt seine Flosse an, seine Seitenflosse, und wir können sie festhalten und können jetzt mit ihm rumschwimmen. Mhm. Also seine Rückenflosse hat er ihm angeboten. Ja. Okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwie Freunde. Mhm. Okay. Okay, der möchte weiterspielen, der Delfin. Dann hat Lust bekommen zu spielen. Ich bin bereit, die Frisbee einzusetzen. Mhm. So, die Frisbee. Okay. Okay, also ich glaube, wir müssen genau raus und dann können wir mit der Frisbee spielen. Und unglaublich. Jetzt. Jetzt, okay, sehr gut. Also, Delfin fängt die Frisbee und schmeißt zurück. Sehr gut. Okay, das heißt, das machen wir vermutlich jetzt noch 2-3 Mal, so wie wir bisher hier in dem Spiel gelernt haben. Bis Dolphineus anfängt zu sprechen. Dolphineus, stellt er sich irgendwann vor? Mhm. Ah. Dolphineus, okay. Wir kriegen auf jeden Fall auch immer schöne Punkte dafür, dass wir mit Dolphineus spielen. Und er ist unersättlich. Ja, und wir sehen hier eigentlich auch sehr gut wie ein Serious Game oder heute sprechen wir eher von Impact Games, wie das funktionieren kann, ohne dass es mit dem Zeigefinger daherkommt und zu deutlich unterrichten will. Also alles, was wir hier lernen, lernen wir tangential und nebenher. Und Spielspaß steht aber nach wie vor an oberster Stelle. Also das wurde hier von Sierra 1992 doch schon sehr, sehr gut gemacht. Gelingt Serious Games heutzutage nicht immer, das noch mit so viel Freude und Spielfreude zu verbinden. Auch wenn hier das Rätselraten und das fünfmalige Wiederholen der einzelnen Vorgänge heutigen Maßstäben natürlich nicht mehr entspricht. So, Dolphineus spricht zu uns, hat sich gerade vorgestellt. Buchstabiert nochmal seinen Namen. Dolphineus. Dolphineus. Okay. Und wir haben einen neuen Freund. So, Dolphineus erzählt jetzt von Cetus, von dem großen Walkönig, der ihn so genannt hat. Und gibt uns das auch gleich noch in Delfinisch vor, das hier so ein ASCII-Code darstellt. Sprichst du auch Malisch? Genau. Okay. Mhm. Ja, Cetus kommt ja auch im Namen des Spiels vor. Genau. Ach, so steht ja hier oben. Und wir lernen hier auch, dass Delfine eine Signatur, Signature Whistle haben, also ein Signaturpfiff, der individuell zugeordnet werden kann, den einzelnen Delfinen. Und dass er auch Thunfisch spricht. Ja, okay. Das ist cool. Und es gibt wohl ein Königreich, nämlich das Königreich von Cetus. Und das gab es früher und das wurde zerstört. Und der Wal, der König, ist verschollen. Und er bittet uns jetzt, ihm zu helfen. Genau, wir kriegen jetzt hier nochmal eine Einführung in die Geschichte. Mhm.
somebody was searching for Cetus. Ja, wir auf jeden Fall dann. Ja. Okay, und Delfineus sollte Cetus finden. Genau, und er hat jetzt natürlich Angst, dass Cetus verletzt ist oder irgendwo gefangen wurde. Und ja, bittet er uns zu helfen. Und das wollen wir doch tun. Ja, und wir sollen ihn rauslassen, hat er uns gebeten. Mhm. Das haben wir eben schon mal versucht, aber noch kann ich nichts tun. Mhm. Mit der Frisbee komme ich nicht weiter. Also, wenn wir versuchen, ihm die Tür zu öffnen. Und vielleicht kommen wir dann auch raus ins Meer. Oh ja, und die Klappe ist offen. Sehr gut. Okay. Also, er hat gesagt, er würde ihm sagen, er soll Danke sagen, aber dann würde sein Vater denken, sie sind verrückt. Genau, also Delfineus kann jetzt sprechen und beziehungsweise Adam kann ihn verstehen. Aber scheinbar wäre der Vater nicht in der Lage, das zu verstehen. Okay, und Adam ist traurig, dass jetzt Delfineus alleine abzischt. Mhm. So, ich nehme mal an, es würde es trotzdem dann irgendwie darum gehen. Oh, Cutscene. Mhm, Tage später. Tage vergehen. Er hat Delfineus die Freiheit entlassen und Delfineus macht sich auf die Suche, Cetus zu finden. Und am Horizont erscheint der Delfin Delfineus. Oder irgendein Delfin. Oder irgendeiner, ja, es hieß gerade eine... Spoiler Alert! Es hieß gerade eine bekannte Silhouette erscheint, insofern. So, Adam freut sich natürlich und fragt natürlich sofort nach, ob er Cetus schon gefunden hat. Aber Delfineus sagt, es ist viel schlimmer noch als vorher. Und er versucht ihm zu erklären, was alles passiert ist. Aber es ist sehr schwer zu erklären. Und es wäre schön, wenn Adam es sehen könnte. Und Adam sagt, er könnte ja mitgehen. So, aber Adams Lungen sind nicht gemacht für das Leben unter Wasser. Also was werden wir tun müssen? Und wir werden jetzt wahrscheinlich die Taucherausrüstung checken, die wir vorhin so cool aufgegabelt haben. Hoffentlich. Okay, also er holt seinen Tauchanzug raus und zieht ihn auch hoffentlich an. Mhm, die Schuhe hat er schon mal an, Flossen. Ah, das sieht gut aus. Okay. Ich kann immer nur noch mal bemerken, wie viel Zeit man sich damals in den Spielen gelassen hat. Okay, also er hat ja seine Taucherausrüstung an. Wir sind im Wasser. Okay. Ah, und wir können uns jetzt auch im Wasser fortbewegen. Okay, wahrscheinlich durch Hilfe von Delfineus. Das sieht ja schon mal nicht so gut aus. Mhm, da kommt ein Kreuzfahrtschiff. Das sollte umgangen werden, nehme ich an. Ja, und wir sehen schon, das Kreuzfahrtschiff entlässt jede Menge Müll in den Ozean. Und da werden wir jetzt wohl ein bisschen helfen müssen, das wieder einzusammeln. Ah, auch wieder eine Mülleinsammelaktion. Mhm. Some things get never old. Never get old. Okay, also wir müssen jetzt den Müll einsammeln. Aber noch kann ich nichts tun anscheinend. Ups. Ups. Was war das? Das war eine nervöse Klickerin, die das nächste Dialogfeld weggeklickt hat. Wahrscheinlich, also wir müssen... Okay, da können wir nicht durch. Wir kommen da nicht durch, aber wir haben auf jeden Fall auch noch eine... Haben wir nicht noch einen Müllbeutel? Ah, das ist die Flasche. Wir haben die Flasche. Ich könnte mal versuchen, ob wir vielleicht einfach drunter wegtauschen. Nein, können wir nicht. Mhm. Okay, es geht nicht. Der einfache Weg geht nicht. Wir hatten ein Recycling-Bag. Ah. Schau mal, mit dem sammeln wir das doch mal ein. Oh, das sieht so aus, als wäre das gefährlich und Adam sollte dann nicht näher rangehen. Okay, wir können aber anscheinend... Ah, hier hinten können wir den Müll aufsammeln. Mhm. Also ich kann nicht einfach die Augen zumachen und drunter hertauchen, sondern ich muss ihn einsammeln. Mhm. Okay. So, und das Wasser wird schon ein bisschen klarer. Wir helfen Delfineus, das einzusammeln. Ja. Ja, ich glaube... Mhm. Das ist natürlich jetzt auch wieder schön, dass man wirklich Stückchen für Stückchen... Es dauert einfach alles, ja? Ja. Man hat nicht einfach hier schnell einmal mit der Recycle-Bag draufgeklickt und dann ist alles wieder sauber. Ja.
sondern ich muss wirklich Stückchen für Stückchen. It looks recyclable, also wir brauchen das nicht wegschmeißen, weil das Glas kann man nochmal weiter benutzen. Also wir lernen auch noch was über Mülltrennung. Ein bisschen. Okay, ja, ich erzähle wieder ein bisschen, wie es weitergeht. Wir werden mit Dolphineus dann in die Unterwasserwelt eintauchen. Er zeigt uns sein oder das Königreich, Zetus Königreich, das Königreich, aus dem auch Dolphineus kommt. Wir lernen die verschiedenen Meeresbewohner kennen. Die Tiere, die wir kennenlernen, haben ja alles ein bisschen vermenschlichtes Verhalten, sind aber sehr, sehr schön gestaltet und liebevoll in ihren Charakteren. Und jedem einzelnen Bewohner werden wir in der einen oder anderen Art helfen, von Menschen gemachten Müll oder Öl oder Batterien oder irgendwie sonst, wenn man sich verheddert hat, alle zu befreien und so Schritt für Schritt dem Rätsel des Verschwindens von Zetus näher kommen. Und unser Ziel ist es, am Ende Zetus zu finden und wieder zurück in sein Königreich zu bringen. Ja, und ich denke, das ist auch ein guter Punkt. Ich habe hier weiter Müll aufgesammelt. Ich bin jetzt aber an einem Dead End, aber ich glaube, das ist ein guter Anfang, um einen Eindruck über das Spiel zu bekommen. Typisches Point-and-Click-Spiel. Ja. Und wie wir ja auch schon beim Spielen bemerkt haben, ist es echt bemerkenswert, wie sehr man für das arbeiten muss, was man tun soll. Ja. Es ist nicht einfach mit einem Klick getan, sondern man muss eben eine Beziehung aufbauen, man muss den Müll einzeln aufsammeln. Genau, und wir sehen auch schon, wir sind jetzt im Moment bei 139 von 725 Punkten. Das heißt, wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Also auch das ist wichtig, gerade wenn das Pacing so ein bisschen aus einer anderen Zeit kommt, dass man eben sieht, es ist trotzdem absehbar, das Ziel zu erreichen. Also wir nähern uns kontinuierlich dem Ziel. Das ist ja eine wichtige Sache, wenn man einzelne Müllelemente einsammelt, dass man nicht das Gefühl hat, das geht jetzt für immer so weiter, sondern wir kommen schon ganz eindeutig vorwärts, Schritt für Schritt. Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir lassen es hier. Ich werde mich dem Ganzen nochmal in einer Zukunft widmen, in der ich nicht mehr nervös rumklicken muss. Und danke, dass du mit mir das Spiel gespielt hast. Sehr gerne, ja. Danke fürs Klicken. Sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Tschüss.